Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal gab es einen Alarm. Wir müssen mit Roald sprechen. Er hat irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist ja irgendwie Problemchen. Was brauchst du? Oh, der braucht Material. Was braucht er denn? Ich hab's bestimmt. Es geht um Essbares für die Verpflegung. Bieterich, Hortlinge und Weimar fettes Fischfleisch. Fischfleisch kriege ich auf jeden Fall von den Fischgegnern. Eine Kollektionskarte. Jetzt habe ich hier unter Mission wahrscheinlich. Ja, hätte ich mir auch denken können. Hier. Von Roald. Da steht sogar bei, was ich dann dafür krieg. So. Ich kann nicht einsehen, wie viel ich von allem habe, ne? Ja, ist halb so wild. Geht ja um die Verpflegung. Die Verpflegung ist wichtig. Egal in welchem Bereich. Mir fehlt wahrscheinlich nur das Lachsfleisch, weil ich nur einen von diesen Fischen bisher bekämpft habe. Warte, jetzt kann ich es mir doch genauer ansehen, oder? Muss ich ja mal richtig eben kurz sammeln gehen. Okay, ab ins Wasser. Sphärenmuscheln sind nicht das, was ich suche. Ich suche die da. Euch habe ich gesucht. Fight with focus. Come on, keep going. So, wir haben es definitiv. Hier ist auch irre viel Zeug, ne? Aber nichts davon ist etwas von dem, was ich gerade brauche. Und porten kann ich mich wahrscheinlich immer noch nicht. Ach ja, hier war ja auch noch so eine Kiste, die konnte ich von weitem leuchten sehen. Wieder ein paar Silbermünzen, jawollo. Ah, jetzt dürfte ich mittlerweile mich teleportieren. Rechts vom... Ach, rechts. Links von mir ist offenbar auch noch mal ein Container. Müsste ich nur ein bisschen klettern. So, Bitterlinge und Portlinge. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich die schon habe, ne? So, Bitterrettich. So, jetzt kann ich die da registrieren. That's all of them. So, Mission geschafft. Jetzt kann ich halt dahin gehen und die Mission abschließen.
So, wir sind jetzt zumindest wieder hier oben. Hier war jemand zum Reden, deswegen habe ich ihn angequatscht. Ich finde es gemein, dass ich bisher noch nicht schnell reisen darf. Das macht mir das Leben schwer. So, er hat sein Zeug. So, die Verpflegung ist wichtig. So, ich hoffe, das Item ist es wert. Ja, die sind ganz praktisch. Da muss ich nicht ständig nachgucken. Doch, das ist voll im Sinne des Erfinders. Sie braucht ihren Klee. Sieht man doch. Immer wieder nachgucken, ob irgendwer Hilfe braucht. Besonders wenn ich mal was brauche. Direkt so sagen, du musst zuallererst natürlich immer mir helfen. So, und jetzt wieder an die Hauptmission denken. Mission abgeschlossen. Danke für die Erfahrungspunkte. So, jetzt kann ich Techniken einstellen. Techniken. So, welche Technik will ich denn überhaupt verändern? Der Bodenhieb ist mein einziger Flächenangriff. Den will ich eigentlich gerade gar nicht wechseln. Der Lufthieb. Ich gehe da gleich selber nochmal rein, ne? So, jetzt nochmal vom Selbst aus reingehen. Zwingt mir nicht einfach eure Scheiße auf. So, Schattenauge halbiert eigenen Wutwert. Dafür steigert sich aber mein Angriff. Das ist eine Reaktionsattacke. Anschlüsse erhöhen ausgeteilten Schaden um 25%. Ey, ganz ehrlich, ich behalte lieber den Bodenhieb. So, was können wir denn bei dir austauschen? Du kannst den Angriff erhöhen. Das ist ein Angriff, der die Trefferrate des Gegners runtermacht. Das finde ich besser als den stärkenden Ring. Vor allem, wo der Heilungsbereich nur ganz gering ist. Das Umwerfen behältst du auf jeden Fall. Das variable Geschütz finde ich ganz praktisch. Das hier ist ja wirklich feinspezifisch. Ja, der fast nur feinspezifisch. Ich kann seine Ausrüstung nicht ändern, ne? Eigentlich nur bei den anderen. Ich habe das Gefühl, der wird sterben. Wenn ich seine Ausrüstung nicht ändern kann. Der Blockrate.
braucht eigentlich keiner. So, ich habe kein Gold wirklich, ne? Nee. Aber ich habe Zeug zu verkaufen. So, irgendwas dabei, was auch nur andersweise nützlich für mich gerade wäre. Es gibt ein paar Charaktere auch bei früheren Spielen, die für die Wut sogar schlecht ist. Die Gebetskette will ich auf jeden Fall haben. Die können später noch nützlich sein. So, hier sind zwei zum Reden. Ich drücke einfach mal durch. Da muss ich gleich hin, aber erstmal hier die Leute voll quasseln. Das ist wichtig. Zur Zeit in den Krieg zu ziehen. Die Maschinen waren im ersten Xenoblade übrigens die schlimmsten Gegner überhaupt. Zumindest anfangs. What's up? Our rank, it is copper, right? Talking about colony ranks. I mean, we did win big yesterday. It'll only be a matter of time before we make iron. That'll be it. Yeah, I don't know about that. Uh-huh. Looks like they're rolling out silver rank for this operation. Silver rank? What would they be doing here? Orders are orders. Can't complain about their help, though. We're moving out. Wedge formation until point D. Don't fall behind. Ist keine Sequenz mehr. Was mischt der denn? Was für einen Gefallen kann ich hier noch tun? Ah, ich muss noch vielen Leuten helfen. Einfach dann registrieren. Jetzt können wir wahrscheinlich sehr viele Nebenquests annehmen, die sich nebenbei erledigen. Also die muss man nicht aktiv immer verfolgen. Wie war das mit nicht zurückfallen? Das schaffe ich ganz gut. Oh, diese Ebene ist wunderschön, ne? Und wie machen sie mit Krieg kaputt? Schnellreise! Darf ich jetzt endlich schnell reisen? Was ist der Glückstypus? Das ist wahrscheinlich dieses Leuchtende. Normale Gegner, ja, deren Bezwingen ist keine Strategie erforderlich. Elite-Gegner haben einfach nur ein höheres Level. Das erkennt man noch an diesem blauen Feuer. Einzigartige Gegner sind so gesehen Mini-Bosse. Sie haben richtig geile Belohnungen. Man kann auch erkennen, welche ein prügeln wollen an diesen Aufrufezeichen. So, mal wieder überprüfen, ob ich jetzt
mal endlich schnell reisen darf. Ja, ich darf. Okay. Jetzt endlich das, was ich schon seit mehreren Folgen vorhabe. Auch wenn ich dabei draufgehe. Leute, das habe ich hier von Weitem gesehen einmal. Da hinten. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Das will ich einmal kurz rausfinden. Wahrscheinlich hier einmal außen rum. Ach, da kann man momentan gar nicht hin. Schön, dass ich das wenigstens jetzt endlich mal testen konnte. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hier waren wir noch nicht. Auch mal eben kurz gucken. Im Übrigen, was ihr da rechts seht, das ist nicht die Echtzeit von uns, sondern Ingame-Zeit. Und die ist auch wichtig auf Bezug zu verschiedenen Bossen. Weil manche erscheinen nur um 1 Uhr, manche kleinen Gegner erscheinen beispielsweise nur um 4 Uhr. Sind das auch alles wichtig. Das wird am allerwichtigsten, wenn man zu den ganzen Nebenquests mal kommt. Habe ich jetzt hier eigentlich... Oh, Gottes Willen. It's looking complete. Deine Ketten habe ich. Wer will noch alles Zeug? Ach, das ist das Zeug, das ich ihn einfach nebenbei schicken kann. Ich muss nicht mal wirklich zu denen hingehen dafür. Oh komm. Ein bisschen gratis Erfahrung, ne? Also hier scheint die Liste ein bisschen anders zu verlaufen. Schön, dass wir die Harmonie so ein bisschen steigern. Ja, ich habe ja richtig viel Zeug gesammelt. Sind auch nicht wirklich eine Mission, das sind einfach nur hier die Karten, die ich abarbeiten kann. Bei dem anderen war es ja eine Mission. Dann ergibt das auch mit dem Rad dann ein bisschen mehr Sinn. Da hieß es ja, dass ich das darüber hochhalten muss. Ich habe jetzt erst gemerkt, wie lang die Folge schon wird, ist. Deswegen sage ich dann hier erstmal ciao, bis dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich dachte nicht, dass wir schon so lange hier sitzen. Hab eventuell ein bisschen geschnitten. Ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.